Liebe Strategiefans, willkommen zurück. So, das ehemalige System Wirtheim heißt jetzt Victus. Und weiter geht's. So, wir müssen hier noch Stationen bauen, damit wir dort dann auch den Planeten kolonisieren können. Weil das ist ja erst der übernächste. Der nächste Planet, der kolonisiert wird, ist hier. Spezialprojekt abgeschlossen. Wissenschaftsoffizier Tendaji Gowon konnte die auf Yorelva 1 gefundene Alien-Wandmalerei zumindest in Teilen übersetzen. Der Text enthält eine erstaunliche Menge an Daten. Die Gedenktafel dient zweifelsfrei als eine Art von Low-Tech-Bibliothek. Im weitesten Sinne beschreibt sie das gesammelte technologische Wissen einer Alien-Zivilisation, die diese Region der Galaxie vor gut 80 Millionen Jahren dominiert hat. Viel davon ist uns bereits bekannt, aber die Daten enthalten auch die Grundlagen für mehrere Technologien, die wir noch nicht in Betracht gezogen hatten. Hier gibt es genügend Daten, um unsere Wissenschaft auf Jahrzehnte zu beschäftigen. Wir benötigen jedoch eine orbitale Forschungseinrichtung, um unsere Übersetzungsbemühungen fortzusetzen. Okay, da kriegt man plus 2 auf Sozial, plus 2 auf Ingenieur und plus 3 auf die Physikforschung. Und der Forscher erhält sofort 200 Erfahrung. Also dort. Okay, das ist natürlich jetzt spannend. Mal kurz pausieren. Das Konstruktionsschiff fliegt aktuell dahin. Die Idee war bis jetzt, hier eine Station zu bauen und dann dort ein und dann hier weiter zu kolonisieren. Das System selbst ist ja nicht so, von den Erträgen ja nicht so toll. Wir könnten uns jetzt auch überlegen, das System erstmal freizulassen. Und dann hier rüber zu gehen. Und dann auch das System mit anzuschließen. Ja. So, und wir haben verfügbare Traditionen. Eine weitere Tradition kann freigeschaltet werden. Dann sind wir bei den Entdeckungen bereits durch. Unterhalt für Forscher minus 20%. Und wir haben dann in dem Bereich, also bei Entdeckungen, haben wir alle Traditionen angenommen. Und Forschungsgeschwindigkeit steigt dann um 10%. Und wir können einen weiteren oder unseren ersten Aufstiegsvorteil freischalten. Das machen wir auf jeden Fall. Was ist jetzt mittlerweile 1065 Einigkeit? So. The Ascension Perks list shows the Ascension Perks that we can potentially unlock. Some Ascension Perks may have special requirements, like technologies, or having us. Ja, und das ist natürlich jetzt sehr wichtig, wofür wir uns hier entscheiden. Wir haben interstellare Herrschaft, Einflusskosten Sternenbasis minus 20%, Einflusskosten Ansprüche minus 20%. Also dadurch können wir uns wesentlich besser ausbreiten. Sternenbasis werden aber immer noch gleich viele Legierungen kosten. Ah, nur die Einflusskosten, die würden runtergehen. Und wenn wir Gebiete von anderen Reichen beanspruchen, kostet das dann auch 20% weniger. Technologischer Aufstieg. Forschungsgeschwindigkeit plus 10%. Seltene Technologien tauchen nun zu einer Rate von 1,5 des Normalen auf. Dies ändert eine Wahrscheinlichkeit von 1% auf 1,5%. Gemeinsame Vision. Monatliche Einigkeit plus 10%. Bewohnernutzung von Dienstleistungen minus 10%. Anziehung zur Regierungsethik plus 50%. Also, dass wir hier bei unseren Fraktionen ethische Unterschiede haben, wird tendenziell reduziert. Beherrschung der Natur. Kosten Blocker entfernen minus 33% der Natur.
und eine neue Entscheidung wäre verfügbar, Meister der Natur. Dies ist eine Entscheidung, die die maximale Anzahl an Distrikten, die ein Planet unterhalten kann, um 2 erhöht. Kann auf jedem Planeten nur einmalig eingesetzt werden. Also praktisch wird ein Klasse 22 Planet zu einem Klasse 24 Planet. Imperiales Vorrecht, Reichsgröße von Planeten minus 50%. Was ist das hier? Weil die Reichsgröße 100 beträgt, haben wir hier dann negative Auswirkungen an. Führungsstärke. Erlassfonds plus 100. Es wird keine halben Sachen oder Kompromisse geben, wenn die von unserer Regierung beschlossenen Richtlinien umgesetzt werden. Wir gehen den ganzen Weg oder gar nicht. Transzendentes Lernen. Maximale Fähigkeitsstufe für Anführer plus 2. Erfahrungszuwachs für Anführer plus 50%. Das würde wieder eine schöne Synergie geben, damit dass unsere Anführer schon langlebig sind. Also alle Anführer der Menschen zumindest. Gemeinsames Schicksal, verfügbar Gesandter plus 2. Eure Untertanen erleiden keine Loyalitätsstrafen, wenn ihr mehrere Untertanen besitzt. Wofür entscheiden wir uns jetzt? Also interstellare Herrschaft, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Man merkt ja schon, dass wir hier für jede Sternenbasis 75 Einfluss ausgeben müssen. Also da was zu sparen wäre auf jeden Fall gut. Okay, dann machen wir das auch. Interstellare Herrschaft. Und ihr hattet auch gesehen, hier unten gab es einige Dinge, die wir noch nicht freischalten konnten. Da gibt es dann zum Beispiel ewige Wachsamkeit. Wollte ich euch gar nicht zeigen. Verteidiger der Galaxie. Das wollte ich euch zeigen. Schaden an Fraktionen der Endgame-Krise plus 50%. Die Meinung aller wird um plus 20 erhöht. Und das werden wir dann später auf jeden Fall freischalten. Ah. Endgame beginnt ja auch bei uns 50 Jahre früher. Und ja, also jetzt können wir hier für 60 schon Außenposten bauen, 60 Einflusskosten. Die große Frage ist halt, gehen wir dann den anderen Weg? Er baut hier gerade noch eine Bergbaustation. Wir werden ja eh einige Zeit brauchen, um dann noch ein weiteres Kolonieschiff zu bauen. Wir gehen. Ja. Nein, wir gehen den kurzen Weg. Ich übertreibe jetzt. Oh. Das wird ja dann auch erst die dritte Kolonie sein. Die möchten wir auch recht früh haben. So, das Kolonieschiff ist gleich. Ist jetzt fertig. Und wir haben demnächst unsere erste Kolonie dann wirklich gegründet. Eine Anomalie. Schwierigkeitsgrad Routine. 150 Forschungsdauer. Merkwürdige Signale kommen aus den unterirdischen Höhlen auf Jurelva VA. Worum könnte es sich dabei wohl handeln? Ja, wir werden das herausfinden. 150 Tage erforschen. Colony established. So, jetzt haben wir Victus Prime gegründet. Und wir haben hier planetare Produktion, eine Nahrung. Kostet einen Energie-Credit unterhalb das Ganze, also minus 1 unterm Strich. Wir haben hier eine umgebaute Schiffsunterkunft. Hier gibt 3 Wohnungen, 7 Dienstleistungen, einen Bauplatz.
Und Job als Kolonist plus 2. Wir können hier eine Aufwertung durchführen zu planetare Außenposten. Allerdings brauchen wir dafür mindestens 10 Bewohner. Und wir hätten auch nicht genug Mineralien. Ja, und dann seht ihr, wir haben diverse Vorteile. Direkt einen Job als Vollstrecker. Er kann dann sich um die Kriminalität kümmern. Nochmal zusätzliche Bauplätze und so weiter. Aber wie gesagt, man braucht 10 Bewohner. Wir haben erst einen. Was werden wir hier am Anfang bauen? Forschungslabore. Schauen wir uns das nochmal anders an. Also, wir haben nur 2 Wohnraum. Wir haben genug Dienstleistungen. Wir möchten jetzt demnächst auf jeden Fall noch zusätzlichen Wohnraum haben. Kolonist, der produziert auf jeden Fall schon mal Nahrung. Ah. Kann sich auch immer überlegen, ob man einen Planeten spezialisiert. Nämlich hier sehen wir jetzt zum Beispiel, wir haben sehr viel Platz für Mineralien. Abbau von Mineralien, aber nur sehr wenig für Energie. Das heißt, man könnte den Planeten spezialisieren für den Bergbau. Oder halt auch für die Produktion von Konsumgütern bzw. Legierungen wäre der auch gut geeignet. Legierungen, ja. Wir haben relativ viele Mineralien im Überschuss, weil wir so viele Bergbaustationen gebaut haben. Wir könnten uns mal hier um Legierungen bemühen. Okay, dann machen wir das. Kolonieschiff. Mal dahin. Planet kolonisieren. Tyron Prime. Okay. So. Dann könnten wir jetzt bereits das nächste Forschung nicht ausgewählt. Im Bereich des Sozialwesens. Weltraumhandelsunternehmen. Das ist ein die Büros eines regierungsunabhängigen Unternehmens, das der Verbesserung des interstellaren Handels dient. Kostet Legierungen und produziert 2 Handelswert. Für jeden Handelsknoten. Genau, das ist etwas, was man dann in seiner seine Schiffswerft praktisch einbaut. Hier haben wir Ökosimulation, mehr Nahrung. Nahrung durch Landwirte plus 20%. Wachstumsgeschwindigkeit von Bewohnern plus 10% ist auch super. Nehmen die Wachstumsgeschwindigkeit der Bewohner plus 10%. Ja, wirklich schnell entscheiden werde ich mich da, wenn da was mit Robotik auftaucht. Dann werde ich da nicht lange fackeln. Da müsste schon irgendwie eine seltene Technologie parallel auftauchen. Sonst nehme ich auf jeden Fall alles, was mit Robotik zu tun hat. So, die Konstruktionsschiffe sind noch beschäftigt. Kolonieschiff geht hier rüber. Ja, nächstes Kolonieschiff bauen. System Survey complete. Da müssen wir halt Legierung dann einkaufen.
Regierung einkaufen ist teuer. Pilzemitter. Unter der Oberfläche von Yorelva VA lebt ein höchst eigenartiger Organismus. Scans und erste Proben zeigen, dass es sich um eine Art Mizell handelt, das mit Sporen übersät ist. Verglichen mit der üblichen Größe von Sporen auf unserer Heimatwelt sind diese allerdings riesig. Ihre Oberfläche schimmert wie ein Kaleidoskop und die Farben scheinen sich je nach Umgebung zu verändern. Das Seltsamste ist jedoch, dass sie eine Art Netzwerk bilden, das in der Lage ist, etwas zu erzeugen, wovon unsere Wissenschaftler glauben, dass es ein Signal sein könnte. Die gegenwärtige Signalstärke ist zwar sehr schwach, doch mit etwas Aufwand könnte es möglich sein, herauszufinden, wohin das Signal führt. Auswahlmöglichkeiten. Versucht, das Ziel des Signals zu ermitteln. Neues Spezialprojekt. Der Filz. Der Pilzpfad. Oder wir sollten sie verkaufen. 632 Credits. Oder dafür haben wir keine Zeit. Einigkeit erlangt 275. Ja, ich würde sagen, da wir ja auch xenophil sind, werden wir versuchen herauszufinden, wohin dieses Signal gesendet wird. Ja. Also, irgendeine Art Intelligenz scheint ja dahinter zu stecken. Das interessiert die Kinder der Erde natürlich. So. Situation Log updated. Situationsprotokoll. Der Pilzpfad. Construction complete. Brauchen einen Wissenschaftler vor Ort. Da oben. Ich habe gerade angeklickt auf Karte verfolgen. Und dann werden wir Steuerung, Shift und Rechtsklick einmal sagen, Projekt erforschen. Und danach macht er ganz normal weiter mit dem, was er vorhat. Da oben ist noch ein Planet. Eine arktische Welt. Okay, wir in arktischen Welten, da werden wir Probleme haben. Aber hier können wir wunderbar weitermachen. Jetzt haben wir immer noch kein weiteres Kolonieschiff in Auftrag gegeben. Genug Konsumgüter, wir haben aber nicht genug Legierungen. So. Nächstes Kolonieschiff. Der Byzantium-Klasse. Nimm das mal wieder raus, auf der Karte verfolgen. Wissenschaftler, erlangte Eigenschaft. Wissenschaftler Gordon Milton ist erfahrener geworden. Aber mit dieser Erfahrung ist auch eine gesteigerte Sturheit gekommen. Der Wissenschaftler ist ziemlich stur geworden und hat Schwierigkeiten, neue Ideen zu akzeptieren. Erfahrungszuwachs minus 25%. Mist. So, hier nicht mehr auf der Karte verfolgen. Und da haben wir die nächste Station gebaut. Beide Konstruktionsschiffe sind gerade untätig. So, wir können hier nichts mehr bauen, weil uns dafür wahrscheinlich die Technologie fehlt. Exotische Gasextraktion, jawohl. Ah, Kolonieschiff ist hier unterwegs. Kolonieschiff wird dort gebaut. Wir können mit dem einen Konstruktionsschiff zumindest schon mal dahin fliegen und mit dem anderen Konstruktionsschiff können wir hier Deckbaustation und Forschungsstation bauen. Wie sieht es aus mit Handelsrouten? Generieren wir dort schon Handel? Ich kann übrigens Alt drücken und dann werden die Wege angezeigt. Und hier wird noch kein Handelswert erzeugt. Das heißt, wir haben noch nicht wirklich eine Handelsroute. Trade between our planets will become an increasingly large part of our economy. Starbases with... Ja, also wir haben jetzt hier Sammelreichweite von 1.
Handelsschutz von 8. Das heißt, eine Piraterie von 8 werden wir negieren. Und alles darüber steigert dann die Gefahr oder die Geschwindigkeit, mit der Piraten erscheinen. Schutzreichweite von 0. So. Wir sehen hier, wo überall theoretisch Handel erfolgen würde. Aber ich drücke jetzt Alt und dann sehen wir, dass einfach kein Handelswert existiert bis jetzt. Okay. Machen weiter. Sonst würde man halt hier patrouillieren. Erkundung nach bewohnbaren Welten. Wir wissen nun, dass es nicht nur auf Zion eine prächtig gedeihende Biosphäre gibt. Sowohl die wissenschaftliche Gemeinde als auch die Gesellschaft im Allgemeinen sind begierig darauf, mehr über die verschiedenen Alien-Lebensformen zu erfahren, die wir in der ganzen Galaxie gefunden haben. Unsere Katalogisierungsbemühungen der Lebensformen wurden zwar bereits auf den Weg gebracht, aber unsere Xenobiologen haben uns dazu gedrängt, unsere planetaren Erkundungsbemühungen auf bewohnbare und bewohnte Welten zu konzentrieren. Eine lobenswerte Initiative. Beginnt die Ereigniskette der Erkundung nach bewohnbaren Welten? Oder wir müssen uns mit wichtigeren Angelegenheiten befassen. 275 Einigkeit erlangt. Nein, wir sagen natürlich eine lobenswerte Initiative. Situation Log updated. Und jetzt haben wir bewohnbare Welten erkundet 0 von 8. Dann werden wir mal fleißig weiterforschen. Das Konstruktionsschiff ist untätig. Wir brauchen noch 28 Legierungen, um dann hier die Sternbasis zu bauen. Okay. Das Kolonieschiff für den Planeten ist ja eh noch nicht fertig. Forschungsschiffe sind aktiv. Anomaly found. Man kann übrigens auch Forschungsschiffe zu seinem Planeten fliegen und diese die Forschung unterstützen lassen. Das werden wir dann bei Zion auf jeden Fall machen. Achso, das könnte man eigentlich jetzt auch schon machen. Dann müssten wir nur ein weiteres Forschungsschiff kaufen, beziehungsweise bauen. Einen weiteren Anführer erwerben und dann könnten wir das jetzt schon machen. Schauen wir uns erstmal diese Anomalie an. Sonnensegler. Über diesem Mond treibt ein verlassenes Schiff ziellos umher. Aufgrund der gewaltigen Segel, die aus seinem Rumpf hervorragen, scheint es sich zur Energiegewinnung auf die Sonne verlassen zu haben. In 80 Tage erforschen. Mal überlegen, jetzt ein weiteres Forschungsschiff bauen für Zion. Hätten wir drei Forschungsschiffe. Ich denke mal, drei Forschungsschiffe ist auf keinen Fall übertrieben. Das machen wir. Wir haben ja hier auch viel investiert. In die Forschung, zwei Forschungslabore. Generieren da ordentlich Wissenschaft. Und dann werden wir... ach so, jetzt müssten wir schon relativ viele Legierungen einkaufen. Wie sieht es hier eigentlich aus? Keine Metallurgen. Okay, die bleiben hier als Kolonisten tätig. Aber das ist praktisch erstmal umsonst gebaut. Kostet Unterhalt. deaktivieren. Ja, macht ja erstmal nur Sinn. Muss man sich halt mal dran denken, das dann später auch wieder zu aktivieren. Ja, also Legierungen einkaufen. Kostet halt, ne? Ja. Wir bräuchten ja jetzt erstmal, achso, jetzt wird aktuell ja erstmal das Kolonieschiff gebaut.
warten erstmal ab, bis das Kolonistoff fertig ist. Durch harte Arbeit und Erfahrung hat Generalkommissarin Ellen Franklin neue Eigenschaften entwickelt. Ein Auge für Talente, die folgende Auswirkungen hat. Maximale Fähigkeitsstufe für Anführer plus 1. Erfahrungszuwachs für Anführer plus 20%. Oder wahrscheinlich nur bei sich selbst maximale Stufe plus 1 und selber bekommt plus 20% Erfahrungszuwachs, nicht alle. Research complete. Also, Mineralien durch Bergarbeiter plus 20% und durch Sternbasiskonstruktionen plus 10%. Nächste Forschung. Noch nichts in Richtung Robotik hier. Ausgeschütze. Also praktisch, ja, kinetische Geschütze der zweiten Stufe. Man sieht ja auch welche, also es gibt kleine Module, mittlere Module, große Module und dann später auch noch gigantische Module. Und ja, was sie so für Stärken und Schwächen haben, sieht man da halt auch. Aber jetzt hier bei den Geschützen. Ach doch, hier unten. Plus 50% Schaden gegen Schilde und minus 50% Schaden gegen Panzerung. Kann man seine Schiffe natürlich, wenn man gescoutet hat und weiß, auf welche Gegner man schießt, auch entsprechend spezialisieren. Hier haben wir Baugeschwindigkeit planetar plus 25%, das nehmen wir nicht. Also im Moment sind wir nicht dadurch limitiert, dass die Baugeschwindigkeit reduziert wäre. Ja? Bergbausubventionen als neuer Erlass. Produktion strategischer Ressourcen von Bergarbeitern plus 50%. Bergarbeiter kosten aber auch plus 50% Energieunterhalt. Und Energiecredits Unterhalt bei strategischen Ressourcensammlern plus 0,5. Mineralienverarbeitungsanlage. Mineralien durch Bergarbeiter plus 1. Ein zusätzlicher Bergarbeiterjob. Und ja, also wenn man da jetzt einen Planeten, vor allem wenn man einen Planeten spezialisiert hat auf Mineralienabbau, dann kann man da natürlich eine Mineralienverarbeitungsanlage reinsetzen und das Ganze nochmal extra steigern. Wir werden aber jetzt mal die Baukosten von Korvetten um 5% reduzieren. Ja, vielleicht stoßen wir auf irgendwelche Gefahren und dann sind wir froh, wenn wir schneller und günstiger Korvetten bauen können. Das Konstruktionsschiff ist noch untätig. Ja gut, wir können jetzt mit der Sternbasis beginnen. Sonnensegler. Im Orbit von Vea Illa haben wir ein verlassenes Sonnensegelschiff gefunden. Das Unterlichtschiff wurde von einer unbekannten Kultur gebaut und scheint mehrere Jahrtausende alt zu sein. Eines der gewaltigen Segel hat einen großen Riss, wo es von einem Objekt durchschlagen wurde. Höchstwahrscheinlich eine Meteoriten. Dieser Zusammenstoß scheint das Schiff unbrauchbar gemacht zu haben. Die Technologie ist zwar stark veraltet, aber hinsichtlich seiner Konstruktion wurden einige interessante Entscheidungen getroffen. Ein interessanter, wenn auch primitiver Schiffsentwurf. Ingenieurforschung erlangt 505. Okay. Ja, die Kolonie, die wird jetzt noch gegründet. Fertig in zwei Jahren. Hier, wie sieht es da mit neuen Bewohnern aus? Schauen wir uns gleich mal an mit den neuen Bewohnern. Da gibt es nämlich auch Migration zu beobachten. Auf den Spuren der Pilze. Das von Myzel ausgesandte Signal zu verfolgen, erwies sich als äußerst knifflige Angelegenheit. Unseren verblüfften Wissenschaftler ist es schließlich gelungen, mit Hilfe von Pilzen in andere Dimensionen zu blicken.
Details darüber, was genau dies bedeutet, sind spärlich. Doch auf jeden Fall war der Versuch ein voller Erfolg und hat uns einen Weg zum Ziel aufgezeigt. Nehmt Kurs. Beginnt die Ereigniskette der Pilzfahrt. Interessante Position der Pilzfahrt. Situation log updated. Wir haben eine neue archäologische Stätte entdeckt. Okay. So, also einmal hier Wachstum. Da sehen wir Wachstum pro Monat 4,67. In 7 Monaten haben wir dann einen weiteren Bewohner. Grundwachstum beträgt 3. Durch Alan Franklin plus 5%. Und wir bekommen durch Immigration 1,52. Die Immigration ist aber nicht umsonst. Die Immigration kostet halt irgendwo auch Emigration. Und das haben wir dann auf Zion, ja, minus 1,54. Okay. Gut. Also beim nächsten Mal schauen wir uns das dann mit der archäologischen Stätte an. Jawohl. Und Kolonie fertig. Alles dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.